ist dann halt im Leichenwagen vor uns hergefahren und wurde dann bei uns zu Hause in sein Zimmer, in sein Bett gelegt. Und das war perfekt. Man sollte die Stärke aufbringen, beim Sterbenden zu sein, egal wie schlimm es für einen selber ist. Also ich habe es für mich jetzt als egoistisch betrachtet, davor zu fliehen, weil ich, ja, ich war schlicht und einfach feige. Dann kam zum ersten Mal der Satz, der ganz bewusst in meinem Gehirn stand plötzlich, also wie ganz groß, in großen Lettern, ey, du stirbst jetzt. Ich bin in eine Krise geraten und das hat sie noch mal aufgelebt, mir zu helfen. Also ich glaube, sie wäre früher gestorben, wenn sie nicht hätte sagen müssen, kämm dir mal die Haare, zieh dich mal anständig an, iss mal ein bisschen Farfalle. Dann bin ich wieder verabschiedet und sie guckt mich mit ganz großen Augen an. Ich werde diesen Blick nie vergessen, als wollte sie sagen, ich gehe jetzt am nächsten Morgen, ist sie eingeschlafen. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Vielen Dank. Beschäftigen Sie sich manchmal mit dem Tod, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Dankeschön. Irgendwann müssen wir ja alle sterben. Und trotzdem ist der Tod als Thema häufig ein Tabu. Was aber, wenn wir plötzlich mit der eigenen Endlichkeit konfrontiert werden? Wie wir dem Tod begegnen, das ist unser Thema heute im Nachtcafé. Und ich begrüße sehr herzlich diese Gäste. Mit nur 18 Jahren starb der jüngste Sohn von Dorothee Munk an Knochenkrebs. Dass er nicht überleben wird, hat sie erst wenige Tage vor seinem Tod realisiert. Was das mit ihr gemacht hat und ob sie Angst vor dem eigenen Tod hat, das erzählt uns Dorothee Munk. Ganz herzliches Willkommen im Nachtcafé. Als Kind wurde die Leichenpräparatorin Judith Brauneis häufig von ihrer Uroma zum Friedhof mitgenommen, die ihr Geschichten der Toten erzählte. Heute kümmert sie sich als Notfallseelsorgerin um trauernde Angehörige. Warum sie die Toten als ihre Schutzbefohlenen sieht, davon berichtet Judith Brauneis. Fünf Jahrzehnte war Günther Haase mit seiner Frau Renate verheiratet, bis sie an den Folgen ihrer Demenzerkrankung starb. Bis heute denkt er täglich an sie. Warum er es dennoch als Verpflichtung ansieht, sein Leben weiterzuleben, das verrät uns Günther Haase. Mit viel Humor begegnet Adriana Alteras dem Tod. Die Bestsellerautorin, Schauspielerin und Regisseurin kümmert sich um den Nachlass ihrer verstorbenen Verwandten. Wie sie damit umgeht und wie sie den Tod ihrer über 100 Jahre alten Tante erlebt hat, das hören wir von Adriana Alteras. Herzlich willkommen. Nach einem schweren Autounfall schwebte Serkan Eren in Lebensgefahr und machte eine Nahtoderfahrung. Er überlebte knapp, krempelte sein Leben um und gründete eine Hilfsorganisation. Wir sind sehr gespannt auf Serkan Eren. Der Tod macht das Leben klarer, weiß der Philosoph Wilhelm Schmid. Er betont, dass gerade die Endlichkeit unserem Leben Sinn verleiht. Herzlich willkommen, Herr Schmid, und herzlich willkommen an die gesamte Runde. Frau Munk, wir reden heute darüber, wie wir dem Tod begegnen. Ihnen ist das Schlimmste passiert, was Eltern passieren kann. Ich habe es gerade gesagt, Ihr jüngster Sohn ist verstorben an Knochenkrebs. Wie alt war er? 18. 18 Jahre. Er ist vor seinem 19. Geburtstag gestorben. Nach all dem, was Sie erfahren haben, erstmal zu Ihnen, haben Sie persönlich Angst vor dem Tod? Ich habe vor dem Tod keine Angst. Ich freue mich auf den Tod. Weil? Weil ich weiß, dass der Julian mich abholt. Und ich stelle mir das als ein schönes Fest vor. Sie haben drei... Das Schlimme ist halt, ich lasse meinen Mann und Julians Zwillingsschwester Luisa und den großen Bruder Cornelius zurück. Noch sind Sie ja hier. Genau. Noch sind Sie bei Ihnen. Sie haben schon gesagt, Sie haben drei Kinder. Wie würden Sie uns Ihren jüngsten Sohn Julian beschreiben? Wie war seine Persönlichkeit? Was war typisch für ihn? Der Julian war ein Charmeur. Er war lebensfroh, er war witzig, ironisch,
Der war, obwohl er knapp, ja, gut 2 Jahre krank war, war er immer gut drauf. Der hat nie gejammert. Mhm. Passt schon, das wird schon, das überhaupt geht schon. Er war ja Zwilling. Wie gut hat er sich mit seiner Zwillingsschwester verstanden? Das ist das große Problem. Sie hat ihren Partner verloren. Mhm. Das ist ein Schicksalsschlag, da müssen wir, ich mag das Wort muss nicht, aber da müssen wir mit leben. Also mittlerweile, es ist 10,5 Jahre her, dass der Julian gestorben ist, habe ich mich, mein Mann, wir uns damit arrangiert. Wir leben mit diesem Schmerz. Aber er wirkt noch nach, der Schmerz. Auf jeden Fall. Diesen Schmerz, den nehme ich mit ins Grab und auch die Luisa und der Bruder und auch mein Mann. Sie haben gesagt, Ihr Sohn war ein Charmeur, er war immer positiv. Er war auch sehr sportlich, wie die ganze Familie. Stimmt. Irgendwann, als er so 16 war, haben Sie dann gemerkt, irgendwas geht nicht mehr so im Sport wie vorher. Welche Beschwerden hat er gehabt? Der Julian kam immer, ob es Tennis spielen, Fußball, im Sommer, als er 16 wurde, genau, Knieschmerzen. Mhm. Das Knie tut mir weh. Hab ich gedacht, naja, 16-jähriger junger Mann, ist im Wachstum, da passiert schon nichts. Und naja, das wurde dann bis zum Dezember einfach nicht besser. Und dann sind wir mal zum Arzt. Und der hat dann auch gemeint, ja, das ist ein Hämatom, das der Julian da hat. Wird schon. Und geh mal in die Krankengymnastik. Na gut, Weihnachten, Silvester. Und dann im Januar, der Physiotherapeut hat dann gesagt, du Julian, du gehst jetzt wieder zum Arzt. Ich mach nicht mehr an deinem Knie rum. Wenn du solche Schmerzen hast, ist das ja nicht mehr normal. Ja, und das Gute ist, wir haben direkt einen MRT-Termin bekommen. Mhm. Und der Julian ist mit meinem Mann, mit seinem Papa ins MRT. Wo waren Sie? Zu Hause? Oder? Ich war zu Hause. Ich war zu Hause. Und nachdem die 2 Stunden später immer noch nicht zu Hause waren, habe ich dann mal angerufen und gesagt, also irgendwie ist was passiert, sei der, hatte dir einen Unfall? Oder? Nee, da stimmt was nicht. Der Julian wird andauernd durchs MRT gefahren und er kriegt Kontrastmittel gespritzt. Irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Ja, und dann hat das Elend, dieses wahnsinnige Elend, seinen Lauf genommen. Und wie war das dann? Haben Sie an demselben Abend dann noch die Diagnose erfahren? Nee, das war ja nur Verdacht auf Knochenkrebs. Ja. Dann ging er in die Biopsie und dann wurden die ganzen, in Frankfurt in der Uniklinik, die ganzen Voruntersuchungen gemacht. Und am 23. Februar 2011 ging er in seine erste Chemotherapie, da wurde es dann bestätigt. Wenn man sich das vorstellt, erstmal Ihr Mann ist auch da. Herzlich willkommen im Nachtcafé, auch Sie, Herr Munk. Sie waren bei diesen ersten Untersuchungen ja auch dabei. Wie war das, als Sie dann diese, wie Sie ja sagen, niederschmetternde Diagnose erhalten haben? Für mich ist in dem Moment, als ich von, das ist ein Freund von uns, der Radiologe, als er mir die Bilder gezeigt hat und ich habe gesehen, wie er mit dem Bild auf mich zukam und er war ziemlich fahl im Gesicht. In dem Moment ist Julian für mich das erste Mal gestorben. Wohl wissend natürlich, dass man behandeln kann, aber die Diagnose Krebs beim 16-Jährigen hat mich völlig von den Füßen geholt. Haben Sie dann irgendwo trotzdem gedacht, selbst wenn Sie diesen Satz so in sich gespürt haben, er ist für mich gestorben, ich muss ja jetzt Kraft haben, ich muss ja jetzt da sein, ich muss ja jetzt kämpfen für ihn? Oder was ging in Ihnen vor? Na gut, wir haben versucht, ihm die Kraft zu geben, dass er das durchsteht. Mhm. Ja, also ihm ein Umfeld zu schaffen mit seinen Geschwistern, wir in der Familie, dass er nie alleine im Krankenhaus war, dass wir bei den Operationen dabei waren. Und dass wir möglichst normal mit ihm umgegangen sind. Also ich werde nie vergessen, dass als du irgendwann bei ihm am Krankenbett saßt und angefangen hast zu weinen und er gesagt hat, geh mal lieber raus, weinen kannst du woanders. Wie ist das denn? Haben Sie als Mutter auch mal gedacht, warum mein Kind? Ja, ja? Oft. Warum nicht ich, warum der Julian? Und ja, da hat auch bei dem Gedanken hat er mich noch gestärkt. Mama, wenn du das hättest, dann könnte ich dir gar nicht helfen. Dann sag ich, okay. Ja, aber diese Fragen, ja, die sind in mir drin. Und
jetzt nach 10 Jahren frage ich nicht mehr so häufig nach dem Warum, aber das steht trotzdem immer noch da. Warum ich, warum wir, warum der Julian, was habe ich falsch gemacht? Aber auf diese Fragen gibt es keine Antwort. Haben Sie denn gehofft, haben Sie geglaubt auch daran, dass er vielleicht das überlebt? Ja, auf jeden Fall. Ja? Der stirbt nicht, nein. Der Julian hat jetzt Krebs und okay, das stehen wir durch und das wird schon wieder, auf jeden Fall. Also der stirbt nicht, nein, das war keine Option, absolut, nein. Es kam ja dann eine harte Zeit mit vielen Blöcken Chemotherapie. Und Operationen. Und irgendwann wurde er dann tatsächlich erst einmal als krebsfrei aus dem Krankenhaus entlassen. Der Arzt hatte aber eine Warnung Ihnen noch mit auf den Weg gegeben. Was war das für eine Warnung? Also der Julian der hat an so einer Studie teilgenommen. So ist es halt, nimmst halt an so einer Studie teil. Da musste er 3 Monate in Chemotherapie und dann hat er das Knie abgenommen gekriegt. Dann wurde eine Endoprothese eingesetzt. Dann ging noch mal ein halbes Jahr Chemotherapie los. Und eigentlich sind wir im Dezember 2011 in Frankfurt in der Uniklinik entlassen worden, geheilt. Juhu, wir haben es geschafft. Und das werde ich nie vergessen, dieser Assistenzarzt, Frau Munk, denken Sie daran. Osteosarkom ist ein hinterhältiger, arglistiger Krebs. Und dann im März, also es war halt so, das Schlimme bei einem Osteosarkom ist, der streut halt in die Lunge und du richtest dich da nach wie vor, hältst dich an so ein Protokoll. Und dann mussten wir alle 3 Monate Lungen-CT machen. März war alles perfekt. Aber im Juni die Lungen-CT, da waren dann die ersten Knoten zu sehen. Diese Untersuchungen sind doch schlimm, oder? Also ich habe das auch in der Familie immer wieder erlebt. Man fährt dahin und man weiß, ist das Ergebnis so? Hat er vielleicht eine Chance? Ist es so? Dann bricht wieder die Welt zusammen. Haben Sie das auch so erlebt? Ich meine, er konnte ja noch nicht Auto fahren und ich saß wie oft neben dir im Auto und habe gedacht, was geht jetzt in meinem Kind vor? Ich würde jetzt lieber gern woanders hinfahren, aber nicht nach Frankfurt in die Uniklinik, in die Chemo oder zu irgendeinem CT wieder, zu irgendeiner Behandlung. Hatte er denn irgendwann gesagt, wie gesagt, Operation für Operation, das ist Kraftverlust, das geht ja auch an die Substanz. Hat er denn irgendwann gesagt, Mama, Papa, ich kann nicht mehr? Auf keinen Fall. Nein. Das er hat weitergezogen. Er wollte auch weiter. Also ich hatte dann so abstruse Gedanken. Wir gehen nach Amerika, wir gehen nach Australien. Da gibt es bestimmt bessere Medizin als in Deutschland. Mhm. Der war da ganz klar, völlig aufgeräumt. Nein, wir bleiben hier in Frankfurt. Da ist alles gut. Da kenne ich die Leute. Die machen alles, was für mich wichtig ist und gut ist. Irgendwann, und, so war das dann. So war das. Und irgendwann musste ihm dann auch noch ein Bein amputiert werden, weil er ein sogenanntes Rezidiv hatte? Er hatte ein Rezidiv, im Oktober. Am 26. Oktober 2012 wurde sein rechtes Bein amputiert. Und als Mutter von einem sportlichen Kind, Skifahren, Tennis, Fußball, was auch immer geht, ohne Bein plötzlich oder nur noch mit einem Bein. Ich habe dann auch gedacht, wir gehen irgendwie radioaktive Bestrahlung und alles mögliche andere, aber kein Bein ab. Geht nicht. Bein ab, nein. Aber er war ganz klar, der Julian hat gesagt, nein, so nach dem Motto, der Krebs, der muss da weg, das Bein kommt sofort ab. Aber aufgeben war keine Option, also das war weder für ihn noch für uns, also auf gar keinen Fall. Es ist erstaunlich, was man in so einer Situation an Kräfte mobilisiert und überhaupt nicht merkt, wie durch man eigentlich ist. Also über eine Zeitstrecke von über 2 Jahren sowas durchzustehen, hätte ich im Vorfeld nicht für möglich gehalten. Aber der Julian hat es uns wirklich leicht gemacht, weil der ist montags in die Operation gegangen, hat dann die Woche über nichts gegessen. Das war uns schon klar, weil er im Krankenhaus nichts gegessen hat. Und es geht aber mit den Worten ins Krankenhaus und am Freitag bin ich zu Hause und dann grillen wir. Ich muss trotzdem sagen, ich glaube, wir alle können nicht nachvollziehen, die wir nicht in dieser Situation waren, was das für Sie bedeutet. Man merkt, wie das noch nachwirkt. Erstmal vielen, vielen Dank, dass Sie uns so offen darüber hier berichten. Da gehört ja ganz schön was dazu. Wann haben Sie denn zum ersten Mal für sich realisiert oder wann kam so ein Gedanke auf, vielleicht schafft das nicht? Also tatsächlich, als er in seine 5. Lungenoperation gegangen ist, das war am 16. April 2013, da habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht.
5 Lungenoperationen, die Beinamputation und das alles in einem Dreivierteljahr, das hält kein Körper durch. Also das, diese Narkose, das und überhaupt, das geht nicht. Und diese letzte Operation, die war so ganz anders für mich. Also ich habe nie eine Tasche für ihn gepackt. Wir sind einfach in die Klinik gefahren und da habe ich eine Tasche gepackt. Da habe ich mir gedacht, was machst du hier eigentlich? Was ist hier los mit dir? Und er ist morgens wie immer, wenn er in die OP ging, mit meinem Mann in die Klinik und okay, bis heute Abend, dann komme ich dann. Wir haben uns immer abgewechselt oder halt der Bruder oder die Schwester, immer einer von der Familie war dabei. Ja, und dann nach der Operation abends ging es ihm wirklich schlecht. Und dann, aber es, trotzdem, das war dann, nein, es war keine Option, der stirbt nicht. Also er stirbt nicht. Waren, Julian, Sie dann, waren Sie bei ihm dann? Ja, ja, ich war, diesen Dienstagabend war ich bei ihm gewesen und es ging ihm wirklich schlecht. Mhm. Er hat kaum Luft gekriegt, weil das wahnsinnige Schmerzen sind hier im Brustbereich, in der Pleura. Und dann hat die Schwester dann um Mitternacht gesagt, oh, Frau Munk, fahren Sie mal heim, Sie brauchen Ihre Kraft. Und die wollten das halt nicht gerne. Der Julian war mittlerweile, ja, nee, 18, ja, der war ja 18. Und die wollten das nicht so gerne, dass da halt erwachsene Kinder, also schon, der war noch in der Kinderklinik glücklicherweise und er wurde da auch bestens versorgt, über Nacht da bleiben. Und dann habe ich gesagt, ah, oh Julian, soll ich gehen, soll ich nicht gehen? Und dann hat er mich auch so angeguckt und das werde ich, das, ja, das ist den Vorwurf, den ich mir mache, dass ich gegangen bin in der Nacht, dass ich mir von der Schwester habe halt im Prinzip sagen lassen, komm, geh heim, morgen früh kommst du wieder. Und dann, ja, das war das letzte Mal, wo ich mit ihm gesprochen habe. Wie immer habe ich ihm einen Kuss auf die Stirn gedrückt. Okay, dann bis morgen früh ist okay. Ah ja, so. Und dann ging er morgens hin, mittwochs morgens um 8, halb 9 war er in der Klinik und dann wurde er halt sediert. Also wurde er ins künstliche Koma gelegt. Aber immer noch mit dem Ziel, die Organe erholen sich. Und das machen wir jetzt übers Wochenende, am Montag wieder aufgeweckt. Und wann war klar, es wird dramatisch? Freitag. Tatsächlich. Mhm. Freitag, als ich in die Klinik kam, dann kam auch sein Bruder aus dem Urlaub zurück. Und ja, ich glaube tatsächlich, der Julian hat, obwohl er sediert war, auf seinen großen Bruder gewartet. Mhm. Der große Bruder kam, hat die Sachen aus Amerika mitgebracht, die er bestellt hatte. Und ja. Waren Sie jetzt dann bei ihm, als er? Also, wir waren alle 5 da und dann sind die 3 nach Hause und ich wollte die Nachtschicht übernehmen. Und dann hat der diensthabende Arzt abends um 20, 21 Uhr gesagt, okay, Frau Munk, der Julian schafft das nicht. Die Blutwerte sind ganz schlecht und dann war für mich, okay, ich muss meine Familie anrufen, die müssen kommen. Und der Julian wird aus dem künstlichen Koma rausgeholt und der Julian, ich möchte mit dem noch mal reden. Das geht nicht. Ich muss dem noch was sagen. Also Sie wollten ihn noch mal aus dem Koma rausholen? Ja, ja. Und was haben die Ärzte gesagt? Nein, das geht nicht. Der hat, es geht nicht. Das können Sie nicht machen. Der ist voller Schmerzen. Das geht nicht, Frau Munk. Das geht nicht. Was wollten Sie ihm denn sagen? Julian, was will ich ihm sagen? Wie willst du beerdigt werden? Wie soll das mit dir weitergehen? Also wie soll das weitergehen also ohne dich? Verabschieden auch. Ja. Und mit dem, weil Sie sich ja über diese Option, es durfte ja nicht sein, gar nicht ausgetauscht hatten. Ne? Genau. Das also, war nie ja. Thema. Tod, haben wir nie drüber geredet. Er hat sich mit uns auch nicht über das Thema unterhalten. Aber auch ich habe ihn irgendwann Freund. Im Auto mal angefragt, als wir zusammen zu zweit unterwegs waren. Und ich meine, wenn ich mich erinnere, es ist über 10 Jahre her, 11 Jahre her, dass ich gefragt habe, sag mal, hast du dich eigentlich schon mal mit dem Gedanken beschäftigt, dass du es nicht schaffen könntest? Ja. Will ich nicht drüber reden. Hm. Ja, und das, was er gesagt hat, was er gemacht hat, das war halt heilig. Das, also, wir wollten ja alle, dass es ihm gut geht. Wie kann man überhaupt damit umgehen, wenn das eigene Kind stirbt? Gar nicht. Gar nicht. Erstmal. Und sich dazu bekennen, dass das nicht geht. Und dann vergehen Stunden, Tage, Wochen und langsam aber sicher geht es dann halt doch, weil es Jahre dauert sein soll. Aber es ist das Schwerste, ohne jede Frage. Das eigene Kind verlieren ist der Wahnsinn.
Vielleicht wäre es schon eine gute Idee gewesen. Aber das hängt von ihm ab. Das ist seine Sache. Will er sich mit dem Gedanken befassen? Das hat er möglicherweise ja auch. Aber er wollte mit Ihnen nicht gerne drüber sprechen, um Sie nicht traurig zu machen. Genau. Und dann kommt eben plötzlich die Zeit, wo es schon vorbei ist. Und das geht nach, das ist mir klar. Mhm. Das hört auch nie auf, nachzugehen. Korrekt, das hört auch nie auf. Also die Zeit heilt alle Wunden, das ist ein ganz dummer Spruch. Mhm. Also so ein dummer Spruch, die Zeit lehrt mich, damit umzugehen. Also ich lerne damit umzugehen, mit diesem Schicksalsschlag. Und ja, es ist halt ein Spruch, den ich auch super gut finde von Mascha Kaleko. Den eigenen Tod, den stirbt man nur. Wenn ich tot bin, bin ich tot. Aber mit dem Tod des anderen muss ich leben. Und ja, ich lebe halt damit. Sie haben ihn noch mal nach Hause geholt. Ja, das war so wichtig, wertvoll. Und ja, erzählen Sie. Also, wie gesagt, freitagsabends, als dann der Bruder, die Schwester und mein Mann und wir alle zusammen beim Julian saßen auf Intensiv. Wir hatten ein Zimmer, wir haben seine Musik gehört, wir wussten, er stirbt jetzt, wussten wir. Und hat halt jeder einen Körperteil von ihm immer im Arm gehabt. Es gab ja halt nur noch ein Bein, die Arme und der Kopf. Und das war halt einfach ganz gut. Und wir wollten auch nicht, dass er dann, also keine Schmerzen, das muss so sein. Und dass er halt weiter beatmet wird, dass er nicht erstickt. Und alles andere haben sie dann ja sowieso eingestellt. Und wir wollten auch, dass der Monitor anbleibt. Und ja, Samstag früh, 20. April, 1.22 Uhr, haben wir dann die geraden Linien gesehen. Wie so im Krimi. Siehst es ja immer wieder mal. Habe ich es ab und zu schon gesehen. Und ja, und dann der Julian ist immer mit einem von uns in die Klinik, mit einem von uns heimgefahren. Und das war gar keine Option für mich. Der Julian musste wieder mit mir heim. Geht nicht, dass der in Frankfurt in der Uniklinik in die Kühlung kommt. Nee, auf keinen Fall. Wo haben Sie ihn dann zu Hause aufgebracht? In sein Zimmer, auf sein Bett. Also ich habe einen Bestatter angerufen um 3 Uhr. Ich habe ihn gewaschen, habe alles wunderbar, ganz schön gemacht. Habe seine Lieblingskleider angezogen, die er mit hatte, halt im Krankenhaus. Und ja, er durfte dann halt nicht mit meinem Auto fahren, mit unserem Auto fahren. Aber er ist dann halt im Leichenwagen vor uns hergefahren. Und wurde dann bei uns zu Hause in sein Zimmer, in sein Bett gelegt. Und das war perfekt. Haben sich auch noch Menschen von ihm verabschiedet? Ja, ich glaube, Samstag, 21. April und Sonntag, 22. April. Ich habe keine Ahnung, wie viele 500 Leute bei uns durchs Haus sind. Die Tür stand auf. Und es war für die Klassenkameraden von ihm, die Jahrgangskollegen von ihm, die haben teilweise ja noch nie einen Toten gesehen. Teilweise haben sie sich nicht getraut, ins Zimmer zu gehen. Das ist ja auch in Ordnung, ist alles in Ordnung, sind an der Tür stehen geblieben. Teilweise haben sie stundenlang einfach da gesessen, wirklich nur da gesessen und den Julian angeguckt. Ja, und wie oft sind wir halt auch hin oder auch Freundinnen, Freunde, die Schwester, der Bruder, haben uns zu ihm ins Bett gelegt. Hey, komm, aufstehen, hast jetzt genug geschlafen. Also so angreifen, den Tod begreifen. Nein, auf keinen Fall. Aber warum ist das wichtig, dass wir uns so verabschieden können? Das haben ja so viele, wenn da 500 Menschen vorbeikommen ungefähr. Dann ist das ja ein inneres Bedürfnis. Warum ist das wichtig, noch mal da zu sein? Weil es so unwirklich ist. Mhm. Und es bleibt unwirklich, wenn wir nicht die Wirklichkeit realisieren. Das ist ganz toll, was Sie da gemacht haben. Denn mir scheint, die Toten sind nicht gleich ganz tot. Das dauert eine Weile, bis sie von einer Welt zur anderen, von einer Wirklichkeit zur anderen kommen. Und es scheint, ich sage scheint, weil ich kenne die letzte Wahrheit auch nicht, aber ich habe mich viel damit befasst, es scheint mir so zu sein, dass sie eben nicht rausgeschmissen werden sollten aus der Welt, in der sie gelebt haben. Weil dann haben sie es schwerer. Dann müssen sie sich sofort in totaler Fremde zurechtfinden. Und so war er eben erstmal noch in der gewohnten Umgebung.
Natürlich kann man fragen, war er, was heißt hier er, war er noch Person oder wie? Das weiß ich nicht. Aber eine wichtige Beobachtung, schön, dass Sie das gesehen haben, ist diese gerade Linie, die Sie gesehen haben auf der Intensivstation. Weil die heißt, etwas war nicht mehr in ihm drin, nämlich was? Das, was ihn vorher hat leben lassen, Energie. Ja. Und zwar nicht irgendeine ominöse Energie, sondern schlicht die Elektrizität. Wo geht die denn hin? Energie verschwindet nicht. Die Energie ist erstmal noch da. Die ist in dem Raum, in dem er sich jeweils befindet, also in dem Fall bei ihm zu Hause, in seinem eigenen Bett. Erstmal ist diese Energie da und erfüllt den Raum. Und die Menschen spüren das auch. Das haben sie gespürt, das haben diese 500 Leute auch gespürt, mehr oder weniger. Die diffundiert, vermute ich mal, dann, wie das Energie halt so macht, wenn sie freigesetzt wird, diffundiert sie, wohin auch immer. Das wissen wir nicht genau. Wir können uns nur einiges darüber denken, dass der Energieerhaltungssatz eben auch Menschen betrifft. Mhm. Energieerhaltungssatz, der heißt, Energie kann in verschiedene Formen umgewandelt werden. Also elektrische Energie wird Bewegungsenergie wird Wärmeenergie, vorwärts und rückwärts. Aber sie kann nicht vernichtet werden. Mhm. Oder poetischer gesagt, die Seele des Menschen stirbt nicht. Und insofern war das sehr schön, dass sie ihn erstmal zu Hause behalten haben und dass alle mit ihm zusammen sein konnten, die, denen er was bedeutet hat. Das wollten, genau. Ja. Wie hat das Ihr Leben verändert? Wie hat das Ihr Leben verändert? Das ist dieses unfassbare traurige Schicksal gab? Also ich habe während Julians Krankheit innerhalb meines Unternehmens, ich war in einem großen internationalen IT-Konzern, meinen Job als leitender Angestellter an den Nagel gehängt. Und ich habe gesagt, ich kann das nicht mehr leisten. Ich bin nicht mehr in der Lage, diesen Job auszuführen. Ich hatte, während Julian krank war, einen Chef gehabt, der es wirklich geschafft hat, innerhalb eines Jahres mich einmal zu fragen, wie geht es deinem Sohn? Und er hat mich nie gefragt, wie geht es eigentlich dir? Das heißt, das war so der erste Impuls für mich, dass ich gesagt habe, wir müssen in der Gesellschaft irgendetwas verändern. Wir als Gesellschaft sind nicht mehr in der Lage, uns mit dem natürlichsten Thema, und das ist der Tod, weil wir alle werden geboren, um zu sterben. Wir sind nicht mehr in der Lage, mit diesem Thema umzugehen. Wenn wir uns mal kurz 100 Jahre zurückversetzen, oder 120, 19. Jahrhundert, da haben... war die durchschnittliche Lebenserwartung 50 Jahre. Es haben drei Generationen zusammengelebt. Jede Frau hat 10 Kinder gekriegt, von denen nur 5 das 18. Lebensjahr erreicht hat. Da war das Sterben jeden Tag in jedem Haus. Und wenn jemand gestorben ist, kam das gesamte Dorf zusammen zum Streuselkuchenessen. Dann waren die da und haben den Tod gesehen, begriffen. Das ist das, was so wichtig ist, den Toten zu begreifen, wirklich anzugreifen und zu sagen, er ist jetzt tot. Von daher bin ich froh, dass sie sich durchgesetzt hat und diesen Impuls hatte, den Julian mit nach Hause zu nehmen. Ich war völlig paralysiert in der Nacht. Ich bin draußen rum, ich habe geschrien, ich wusste überhaupt nicht mit meinen Emotionen wohin. Und Dorothea war wirklich sehr aufgeräumt und hat dann das Ganze organisiert. Und es war wirklich klasse, ihn zu Hause zu haben. Ich versuche jetzt mit einem Abstand von 10 Jahren, weil ich auch eine Ausbildung als Trauerbegleiter habe, dieses Thema Trauer am Arbeitsplatz, wie gehen Unternehmen mit Trauernden um, wie geht die Gesellschaft mit Trauernden um, das so ein bisschen zu forcieren. Aber ich merke, wie die Gesellschaft sich scheut, über dieses Thema zu sprechen. Erleben Sie das in der Runde auch so, dass es immer noch ein Tabu ist, über das man nicht spricht? Also ich finde Sie ganz toll erstmal, beide, das muss ich noch mal sagen, so mutig. Ja, wirklich. Ich finde, also das finde ich ist der erste Schritt. Also diese Sendung zu machen, das hat mich auch überzeugt herzukommen, dass Sie das Thema so angehen. Das ist der erste Schritt, weil ich glaube auch, also wenn wir uns das nicht angucken, dann wird es ja immer schlimmer. Tod. Und wenn ich Sie höre, dann denke ich, naja, es ist nicht schön, überhaupt nicht. Es ist schrecklich. Aber ich bewundere Sie und ich bin wirklich gerne hier, um Ihnen zuzuhören. Danke.
Sich an ihn zu erinnern, darüber zu reden, tut Ihnen das gut? Ja, auf jeden Fall. Ja? Also ich will über mein verstorbenes Kind reden. Und das ist wichtig für mich, weil ja, er ist nicht mehr auf der Welt, aber für mich ist er trotzdem noch da. Also ja, was ich schon gesagt habe, die Liebe und den Schmerz nehme ich für ihn, mit ihm nehme ich mit ins Grab. Also höchstens, also was weiß ich, wenn ich selbst dement werde oder so im Alter. Also vorm Sterben habe ich Angst. Da habe ich Angst, was da passiert vielleicht irgendwann mal, wenn ich mich nicht mehr bewegen kann oder nicht mehr orientieren kann. Aber so vorm Tod, das finde ich gut. Danke, dass Sie über ihn geredet haben. Danke, dass Sie über Ihren gemeinsamen Weg mit ihm und auch jetzt als Familie danach noch gesprochen haben. Ein leichter Weg. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Wir haben den Tod als Tabuthema angesprochen. Für Sie, Frau Brauneis, war das Sterben und der Umgang mit Verstorbenen eigentlich in Ihrer Kindheit kein Tabu? Sie waren mit Ihrer Uroma häufiger auf dem Friedhof. Was haben Sie dort gemacht und wie haben Sie das empfunden, wenn Sie mit Ihrer Oma dort waren? Also Uroma dort? Meine Uroma, die Oma Gertrud. Und das ist ganz erstaunlich, dass ich noch so lebhafte Erinnerungen an sie habe, weil ich war erst 5 und 6 Jahre alt. Aber die Oma, bei der war ich halt total viel, war klassische Oma, erstmal schön mit Kuchen und schön gekocht. Aber sie hat mich eben auch immer mit auf den Friedhof genommen, immer. Und wir haben das Grab meines verstorbenen Opas versorgt. Und dann sind wir über den Friedhof gegangen und diese kleine Trauerhalle dort, die hat mich immer magisch angezogen. Ich weiß nicht warum. Mhm. Die Oma hat gesagt, da drin sind die Toten. Das stimmt natürlich nicht. Die sind da nur drin, wenn jemand da aufgebahrt wird. Aber ich wollte immer durch dieses Fenster gucken. Ne? Ich dachte, da muss einer drin sein. Ich weiß nicht mehr warum. Die Oma hat mich immer geduldig hochgehoben, war natürlich nie einer drin. Und dann sind wir durch die Gräber gegangen. Da sagte, ja, da liegt der Fritz, der ist gestorben. Und die hatte mal Geschichten zu den ganzen Verstorbenen von unserem Dorf. Mhm. Und der Fritz, und der war ganz alleine. Und dann hatte sein Hund so großen Hunger und der war schon tot. Und dann hat er dem die Augen gefressen. Und dann ist der Hund auch gestorben. Und die hatte so Gruselgeschichten, ne? Und auch ganz, ganz tragische Sachen zu erzählen. Mhm. Und dann war eine sehr traurige Geschichte, an die ich mich noch erinnere, weil das als Kind für mich sehr bewegend war, also in meinem kindlichen Verständnis von 6 Jahren, einer unserer Nachbarn im Dorf, der hatte sich im Wald aufgehängt. Und das hat man sich erzählt im Dorf und ich wollte immer mit der Oma an diese Stelle im Wald gehen, um ihn abzuschneiden, weil ich dachte, den armen Mann muss doch jemand da runterholen. Ich wusste das natürlich nicht besser, aber das hat mir so leid getan und durch solche Geschichten, also die Oma ist natürlich 3-mal, 5-mal mit mir dahin gegangen. Wir haben ihn natürlich nicht gefunden, er war schon weg, aber das hat mich interessiert. Und dann auch einfach, als meine Oma selber dann starb und ich betroffen war, habe ich begonnen, mich für den Tod zu interessieren. Zum einen erst mal, was ist denn der Tod und was passiert denn da und was sind Tote und wie geht man mit denen um? Und so begann das Interesse. Und heute, nach so vielen Jahren, würde ich sagen, das war der Beginn eines Weges, der für mich bestimmt war, eben mit Verstorbenen zu arbeiten. Und eben das kam von dieser Uroma, die mich da einfach so hingeführt hat, wahrscheinlich unbewusst. Ist es richtig, dass dann auch relativ früh der Berufswunsch aufgekommen ist? Ich will was mit Verstorbenen machen? Ja, wie es eben für ein Kind ist erstmal so. Ne? Ich habe dann erstmal, ich sage jetzt mal, was Vernünftiges gelernt. Mhm. Ich habe Heilerziehungspflege studiert, aber der Wunsch, mit Verstorbenen zu arbeiten, der war da. Mir fielen dann auch von irgendwoher so Lehrbücher über Gerichtsmedizin in die Hände. Fand ich total spannend und dann habe ich mir halt eingebildet, ich möchte gerne mit Verstorbenen arbeiten. Ich wusste nur noch nicht, wie, ich war zu jung. Und dann, nach diesem Studium, das hat mich einfach nicht losgelassen. Ich wollte etwas mit Verstorbenen machen und dann waren wir mal in einer anatomischen Sammlung. Das kennt man vielleicht, wo dann eben so Präparate in Gläsern ausgestellt sind, so Kuriositäten auch und dann war ich dort und die anderen aus meiner Klasse, die waren schon weg. Die fanden das gruselig und ich war noch da. Mhm. Und dann habe ich den Herrn, der das dort versorgt hat, gefragt, sag mal, was muss ich denn machen, damit ich auch mal Köpfe in Gläser stecken kann? Und dann,
Und dann hat er gesagt, ja, da gibt es so eine Ausbildungsstelle, da kannst du dich bewerben und dann kannst du Präparatorin werden und dann kannst du Autopsien durchführen an Verstorbenen und kannst herausfinden, woran die verstorben sind. Und dann habe ich gesagt, Dankeschön, das mache ich. Und das haben Sie gemacht? Und das habe ich gemacht dann, Was machen Sie heute, wenn Sie uns das hier im Nachtcafé erklären würden? Also heute bin ich seit ziemlich genau 25 Jahren die fachliche Leitung des Sezierbereiches in der Pathologie der Technischen Universität in München. Und das bedeutet, alle Verstorbenen unseres Klinikums geraten in meine Fürsorge. Und das sind ungefähr 1200 pro Jahr. Die werden in der Pathologie zunächst einmal untergebracht. Und was ich dort mache, ist, ich registriere erstmal alle. Ich muss halt immer einen Überblick haben, wer das ist und was ich mit denen machen soll. Manche von ihnen werden autopsiert, also das, was ich ursprünglich eben machen wollte. Also wir führen Autopsien durch in der Pathologie, um die Krankheiten zu erforschen und herauszufinden, an welcher Krankheit derjenige jetzt verstorben ist. Also nichts mit Mord oder so etwas, das macht die Gerichtsmedizin, sondern die Leute sind krank und versterben. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass es mir möglich war, damals mit der Unterstützung meines Chefs, und so hat sich das bis heute fortgeführt, dass ich dort auch Aufbahrungen durchführen durfte, so wie man sie von den Bestattern kennt. Und ich habe mich dann noch zur weltlichen Notfallseelsorgerin ausbilden lassen und mache jetzt auch 25 Jahre schon die Aufbahrungen für die Trauernden. Wenn wir jetzt mal ins Detail gehen, weil Sie sind ja da und der Begriff Fürsorge ist mir so im Kopf geblieben. Wenn die Verstorbenen zu Ihnen kommen, was wissen Sie über sie? Also wissen Sie auch was über das Leben? Wenig. Eigentlich weiß ich nur etwas über ihren Tod, weil ich bekomme einen Teil vom Totenschein, dem entnehme ich die Angaben. Also ich kenne tatsächlich nur ihre Leidensgeschichte, was ziemlich traurig ist zunächst. Mhm. Ja. Aber wenn ich dann ins Gespräch gerate mit den Angehörigen, lasse ich mir natürlich sehr gern die Lebensgeschichten erzählen. Das macht die ganze Sache dann rund für mich. Sprechen Sie die Toten? Ist es richtig, dass Sie sie auch ansprechen? Also manchmal spreche ich schon mit denen. Ja. Zum Beispiel, wenn ich sie zurechtmache für die Aufbahrung, dann sage ich immer, ja, jetzt kommt deine Frau, die möchte dich noch mal sehen. Und ich verspreche, dass ich mich gut um sie kümmern werde oder so etwas. Aber ganz oft spreche ich auch mein Bedauern aus. Es gibt ja wirklich ganz tragische Verläufe, so wie bei den Munks auch. Und dann, ja, dann erwische ich mich dabei, wie ich über den Kopf streichel und sage, es tut mir so leid. Das mache ich nicht bei jedem, aber es kommt vor und ja, das tue ich. Warum machen Sie das? Auch um... Weil es mich berührt. Berührt und... Das ist ja auch Fürsorge über den Kopf streicheln, für sie da sein, ihnen auch eine Würde geben. Ja, und vor allem, mir geht es halt hauptsächlich um den guten Umgang, den Umgang beim Einsagen. Also bei uns wird jeder Verstorbene unter meiner Aufsicht an die Bestatter übergeben. Mhm. Und ja, also ich achte einfach darauf, dass das ordentlich vonstatten geht. Dann ziehe ich noch die übrigen Zugänge und wir kämmen die Haare, wir ziehen sie an. Und ich achte auch immer darauf, dass der Umgang mit den Verstorbenen nicht zu grob ist. Also natürlich muss man da schon mal fester anfassen und sie bewegen bei der Autopsie oder wenn man sie ankleidet. Aber ich mache das nicht so grob, weil das gefällt mir nicht. Man kann das auch anders. Und ich möchte einfach, dass, wenn sie in meine Obhut geraten, dass da anständig mit ihnen umgegangen wird. Sie haben, wenn Sie das so sagen... Sie haben seit so vielen Jahren so viel mit dem Tod zu tun und auch mit Verstorbenen zu tun. Sie wissen also, wie wir mit diesem Thema umgehen. Was können wir besser machen? Besser machen? Also ich denke, das kann ich aber eher aus meiner Erfahrung der Trauer, die ich gemacht habe und gar nicht so von meinem Beruf her sagen, dass man es genauso machen sollte wie die Munks. Man sollte einen Sterbenden begleiten. Auch als Familie. Ich habe in meiner Erfahrung kläglich versagt. Ich habe mehrere Tode in meiner Familie erlebt und jedes Mal war ich nicht dabei, weil ich zu feige war, weil ich es nicht sehen wollte, zu schwach war, was auch immer. Und ich habe dann immer diesen Moment verpasst. Und das ist eine solche Last, die hat mich natürlich verändert und hat mich auch zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich würde das heute anders machen. Also von daher würde ich sagen, wenn es soweit ist, man sollte die Stärke aufbringen, beim Sterbenden zu sein, egal wie schlimm es für einen selber ist. Also ich habe es für mich jetzt als egoistisch betrachtet, davor zu fliehen, weil ich
ja, ich war schlicht und einfach feige. Ja, und man sollte die Stärke aufbringen und das Durchstehen und bei seinem Sterbenden bleiben bis zum Schluss. Also wollen Sie im Prinzip eine Hilfestellung bieten, damit es anderen ermöglicht wird, sich in Würde von ihren Liebsten zu verabschieden, was Sie aus unterschiedlichsten Gründen ebenso nicht gemacht haben? Genau, also ich will natürlich ein Stück weit, indem ich die Trauernden begleite, wie soll ich denn sagen, meine eigenen Wunden ein Stück heilen, weil ich konnte das nicht. Ich bin auch nicht zu den Verstorbenen gegangen. Also meine Familie ist zur Aufbahrung gegangen, ich nicht. Aber wenn jemand zu mir kommt und seinen Verstorbenen sehen möchte, dann würde ich ihn dazu ermutigen. Und ich bin noch immer dabei, bis man mich wegschickt natürlich. Ne? Aber ich stehe denen zur Seite. Und wenn mich jemand anruft und fragt, soll ich das denn machen? Ich weiß nicht, ich habe Angst davor. Sage ich immer, ja, kommen Sie. Und Sie sind nicht alleine, weil ich komme mit. Jetzt mal Respekt vor dem, was Sie da machen. Sie haben ja auch gesagt, wir reden über den Umgang mit dem Tod. Sie waren da, Sie wollten es greifbar machen. Sie haben Ihren Sohn berührt. Jetzt sagen Sie auch, Sie sprechen mit den Verstorbenen. Wie kommt das bei Ihnen an? Wie nehmen Sie das auf? Finden Sie das gut? Finden Sie das erstmal irritierend? Ich finde das irgendwie total normal. Ja, aber so vielleicht bin ich nicht normal, wenn ich das normal finde. Mhm. Also, das sind doch die Menschen, die man kannte und geliebt hat. Ja. Warum soll man sie nicht mehr lieben und kennen, wenn sie tot sind? Und ich glaube auch, es dauert ein Weilchen, bis sie weg sind. Also, ja, aber mich ekelt es auch nicht. Also, ich habe jetzt nicht Lust, dauernd Tote zu begegnen. Ich mag ein Lebende schon lieber. Mhm. Aber... Und das Leben auch generell. Mhm. Das finde ich ist interessant, wenn man über den Tod redet. Weil das Interessante scheint mir, es gibt kein Tabu mehr im Umgang mit dem Tod. Warum die Menschen nicht darüber, warum viele Menschen nicht darüber sprechen wollen, es gibt schon auch andere. Warum viele nicht darüber sprechen wollen, ist nicht mehr wegen Tabu. Tabu heißt ja, man darf nicht darüber sprechen. Aber das, was wir heute erleben, ist, dass viele nicht mehr darüber sprechen wollen. Warum? Warum wollen so viele nicht darüber sprechen? Weil sie leben wollen. Und das finde ich auch restlos akzeptabel. Das entscheidet nur der jeweilige Mensch selbst. Weil der Schmerz zu groß ist, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen und eigentlich wir so am Leben hängen, dass wir es so weit wie möglich... Tod ist befremdend. Wir alle wissen nicht, wohin wir da genau gehen. Kann ich vollkommen verstehen. Das ist zu fremd. Und das Leben ist zu verlockend und soll ja auch erstmal, ich möchte fast sagen, saftig gelebt werden. Mhm. Freudig und saftig. Allerdings gäbe es eine gute Anregung dafür, es freudig und saftig zu leben, nämlich sich doch mit dem Tod zu konfrontieren. Um sich dessen bewusst zu sein, das hat eine Grenze. Und innerhalb dieser Grenze können wir das Leben erfüllen. Und darauf kommt es an, dass wir dann nichts zu bereuen haben. Also Sie sagen, wir leben intensiver, saftiger, wenn wir uns mit dem Tod beschäftigen, obwohl es verständlich ist, dass wir es nicht wollen? Ja. Was wird Ihre Uroma dazu sagen, was Sie jetzt so machen? Ja, die Oma, die würde wahrscheinlich den Kopf schütteln und sagen, was sollen denn da die Leute sagen im Dorf, wenn du immer mit den Leichen... Und ich selber habe auch die ersten Jahre gedacht, ich würde was verpassen, weil ich ja nur mit Verstorbenen zu tun hatte und viel mit Trauernden. Und habe auch sehr, sehr intensiv gelebt, eben aus dieser Angst heraus, was zu verpassen. Das mache ich jetzt nicht mehr. Das ist die Hälfte vom Leben rum. Das war schön. Und jetzt bin ich in erster Linie müde, wenn ich von der Arbeit komme und zu müde für alles. Und denke mir, ich bin aber auch... wenn ich zu Hause bin und mal nicht ausgehe, glücklich. Weil ich habe zu Hause was, das mir sehr viel Freude gibt. Und das Wichtigste ist doch, dass ich glücklich bin. Und dann verpasse ich ja doch nichts. Früher habe ich geweint, wenn Samstagabend keiner mit mir ausgehen wollte. Da dachte ich, alle hassen mich und ich verpasse was und keiner geht mit mir und ich habe keine Freunde. Und heute bin ich gern zu Hause, weil da ist meine Familie. Und ich bin glücklich und am Ende möchte ich ja glücklich sein, egal was ich mache. Und das muss genügen. Also diese Angst, was zu verpassen, die habe ich nicht mehr. Vielen Dank auf Sie. Ja. Und dann wünschen wir Ihnen weiterhin ganz, ganz viele Momente dieses Glücks, so wie Sie es beschreiben, ob es zu Hause ist oder wo auch immer. Und vielen Dank für diesen
besonderen Blick auf den Tod und auch den besonderen Blick auf die Verstorbenen. Vielen, vielen Dank, Frau Braun. Danke auch. Ja, Herr Haase, auch Sie haben einen geliebten Menschen verloren. Ihre Frau Renate, mit der waren Sie 50 Jahre verheiratet. Ja, 50 Jahre. 50 Jahre. Wenn Sie sie auch uns wieder hier beschreiben, was haben Sie an ihr geliebt besonders? Was haben Sie an ihr geschätzt? Wie war sie? Ja, ich habe an ihr besonders geschätzt, dass sie, weil sie sehr tüchtig war, sehr fleißig, sehr zuverlässig. Und eigentlich immer da für den anderen auch, ob ich das war oder später die Kinder. Und einfach immer, dass sie für mich oder die Familie da war. Welche gemeinsamen Interessen hatten Sie vielleicht auch? Gemeinsame Interessen, ja, wir sind gern auch ins Theater gegangen. Mhm. Wir hatten auch Interessen, was die Natur betrifft. Mhm. Und ja, wir haben einfach alles zusammen gemacht. Also es klingt zwar komisch, wenn ich sage, ein paar neue Socken gebraucht habe, dann haben wir das zusammen gemacht. Ja, warum nicht? Ja? Das war einfach nicht, weil der eine oder andere das nicht konnte, aber das war so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, was wir gelebt haben. Wenn Sie das so beschreiben, Sie gehen diesen Weg zusammen, da kommen die Kinder, Sie bleiben zusammen, Sie unternehmen viel zusammen. Welche Pläne hatten Sie denn für die Zeit gemeinsam in der Rente? Wie hatten Sie sich Ihren Lebensabend vorgestellt? Also, wir hatten ein Ziel. Ich habe gesagt, wenn wir mal in Rente gehen, dann fahren wir nach Stuttgart-Echterdingen auf dem Flughafen, nehmen mit Zahnbürstchen mit und gucken mal, wo die hinfliegen. Also das war so. Wir wollten nach unserer Rente, die 2000 hier eintrat, wollten wir einfach was unternehmen, natürlich. Und spontan sein, höre ich daraus. Ja. Ne? Einfach Zahnbürste und los. Genau. Leider kam die Demenzkrankheit Ihrer Frau dazwischen. Sie war nicht mal 60, als es losging. Was waren so die ersten Anzeichen? Die ersten Anzeichen, das war auch so um 2000 rum, 1998 in etwa. Grob. Ja. Das waren kleine Anzeichen, kleine Veränderungen insofern, dass sie, wir haben auch zum Teil zusammengearbeitet, verschiedene Arbeitsgänge anders gemacht hat. Sie war sehr, sehr tüchtig, sehr, sehr aufmerksam und sehr übersichtlich auch für das, was getan werden musste. Und so traten dann Kleinigkeiten ein, was man sagt, weshalb macht sie das jetzt so? Aber man selbst macht ja manchmal irgendwas, wo man selbst dann denkt, was hast du jetzt wieder gemacht? Mhm. Und zunächst denkt man sich nichts dabei. Jeder, wie gesagt, macht mal irgendwas, was man vielleicht nicht so für gut findet. Auf jeden Fall habe ich dann mein Haus oder unseren Hausarzt angesprochen und ihm das erzählt. Und da hat man wirklich dann festgestellt, das ist eben Demenz. Wie war das, als Sie das dann wussten? Ja, als ich das wusste, ich konnte damit eigentlich noch nicht umgehen. Weil, was ist das für eine Krankheit? Ich habe also zwei Dinge gemacht. Ich habe mich einfach mal Literatur besorgt und zum anderen habe ich auch eine Selbsthilfegruppe besucht und da wurde ich sehr gut informiert. Auch gegenseitig ging das dann, das hat ja jeder, das waren alles auch Angehörige von Demenzkranken und diese Krankheit entwickelt sich ja unterschiedlich. Also war das auch im Austausch eigentlich eine hilfreiche Geschichte. Hat sich mit den Jahren, Sie haben Ihre Frau fast 10 Jahre auch zu Hause gepflegt, hat sich Ihre Persönlichkeit verändert? Ja, das ging bei ihr extrem langsam. Also die Persönlichkeit, die erkannte man von außen nicht, wenn ich ein Beispiel nennen darf, wenn sie mit Freunden oder mit jemandem telefoniert hat. Da wurde ich dann angesprochen, ich weiß gar nicht, was du hast. Mit deiner Frau konnte ich normal telefonieren und sprechen. Aber das ist so eine Sache, die Demenzkranken bis zu einem gewissen Grad können. Und die Veränderung war eben, dass sie die Arbeiten, was auch immer, jetzt nicht mehr in dem Maß führen konnte. Ich habe dann versucht, ihr zu helfen beim Kochen oder beim Wäschewaschen. Aber das war sehr, sehr schwierig, weil ich kann ja alles. Was fummelst du da rum? Ich kann es doch.
Sie haben gesagt, das ging sehr, sehr langsam. Das ging sehr, sehr langsam, aber ja. Wenn Sie die Jahre so durchgehen, wie war es dann, als Sie an Ihre Belastungsgrenzen gekommen sind? Ja, ich wollte es. Es ging mal darum, diese Frau in ein Pflegeheim zu bringen. Ja. War für mich kein Thema natürlich. Wenn man eine Frau wirklich, die Partnerin wirklich so mag und liebt und so viel durch dick und dünn gegangen ist fürs Leben, dann war das für mich kein Thema. Aber es wurde halt immer schlimmer. Ich kam an meine Grenzen, wollte es zwar noch nicht wahrhaben, ach, das mache ich auch noch. Kochen kriege ich auch noch irgendwie hin. Waschmaschine betätigen, auch das kann man ja alles lernen. Ne? Aber dann kamen die Ärzte und haben gesagt, bitte schauen Sie, dass Sie doch die Frau in fachliche Hände geben, sonst brauchen wir zwei Plätze. Mhm. Und das war so die, um 2005, 2006 rum, wo ich wirklich an meine Grenzen kam, aber eben immer noch versucht habe, rauszuschieben. Ich bin dann extra mal, habe eine Auszeit für mich genommen, um einfach mich zu hinterfragen, was mache ich und so weiter. Aber ich musste dann einsehen, es geht nicht mehr. Sie kamen dann in ein Pflegeheim, was Ihnen schwer gefallen ist. Und zwei Jahre vor Ihrem Tod hat Ihre Frau dann irgendwann nicht mehr gegessen und nicht mehr getrunken. Es stand dann die Möglichkeit im Raum, dass ihr eine Magensonde eingesetzt werden sollte. Ja. Die Ärzte waren so ein bisschen skeptisch. Sie wollten das aber. Erklären Sie mal. Ich wollte es, weil also der zuständige Arzt für das Pflegeheim hat es nicht verstanden, wenn ich gesagt habe, ich möchte es aber. Ich kann doch die Frau nicht verhungern oder verdursten lassen. Ja. Das war so meine Version. Ich möchte, dass sie normal weiterhin versorgt wird. Wollten Sie sie auch einfach weiterhalten? Bei sich halten? Ja, ich glaube, ich habe mich vielleicht auch schwer getan, sie loszulassen. Obwohl sie zu der Zeit, wo sie im Pflegeheim dann war, das nicht mehr registriert hat. Jetzt sagt man ja oft, ich weiß nicht, wie Sie das erleben, man hört oft diesen Satz, jeder von uns muss lernen, die geliebten Menschen loszulassen. Wie sehen Sie das hier? Ist es nicht auch manchmal leichter gesagt als getan? Ich habe einen schönen Spruch gehört, loslassen geht gar nicht. Ich nehme das Los an und lasse dem Kind seinen Platz. Das finde ich sehr passend. Ich habe im Grunde genommen nie losgelassen in dem Sinn, denn sie lebt bei mir, in meinem Herzen weiter. Ja, ja. Sie ist jeden Tag präsent bei mir. Auf jeden Fall, klar. Schön gesagt. Ja. Ja, schön gesagt. Wie schwer ist es Ihnen trotzdem, auch wenn sie ja weiterlebt bei Ihnen, gefallen, so langsam Abschied zu nehmen? Denn das ist ja auch das, was diese Krankheit oft so brutal macht, dass jemand so Stück für Stück geht. Das ist das Gemeine eigentlich, muss ich es so ausdrücken. Mhm. Weil wenn man diese Krankheit erfährt, dann weiß man ja, es gibt keine Möglichkeit heute, die Krankheit zu heilen. Es gibt wohl Medikamente, mit denen man die Krankheit etwas verzögern kann. Aber man kann die nicht heilen. Und der Gedanke, der ist dann schon hart, weil man genau weiß, irgendwann kommt der Moment, wo es eben der Körper nicht mehr schafft. Und das war bei ihr extrem lang. Mhm. Man spricht ja von einem Durchschnittserwartungshaltung, also Lebenserwartung von etwa 10 Jahren. Ich weiß nicht, von ein paar Jahren, aber das ist ja bei ihr längst länger gewesen. Wie war Ihre letzte Begegnung mit ihr vor Ihrem Tod? Die letzte Begegnung, die war im Pflegeheim. Ich habe sie am Abend noch besucht und habe mich bei ihr verabschiedet, wie immer. Und da ist etwas für mich Ungewöhnliches passiert. Sie hat jahrelang sich nicht bewegt, keine Reaktion gezeigt. Ich kann sagen, inzwischen fast Jahre, also viele, viele Monate. Keinerlei Reaktion für was auch immer. Und dann bin ich wieder verabschiedet und sie guckt mich mit ganz großen Augen an. Ich werde diesen Blick nie vergessen, als wollte sie sagen, ich gehe jetzt. Am nächsten Morgen ist sie eingeschlafen. War dann
Was, also einerseits hört sich das sehr schön an, weil da noch mal so eine Verbindung war. Ja, das war eben ungewöhnlich, weil sie eben über lange Zeit, wie gesagt, keinerlei Regung zeigte. Mhm. Und dann war plötzlich dieser Blick. Diese Verbindung, diese Nähe noch mal da. Als sie dann verstorben ist, was war dann da? War das noch angefüllt von diesem Moment oder war da erstmal nur Leere? Die Trauer kommt ja dann irgendwann, wenn man zur Ruhe kommt. Und die Trauer ist heute noch da. Mhm. Weil sie hat sich etwas, soll ich sagen, man verändert sich ja auch etwas. Aber die Trauer, sie bleibt bei mir. Sie sind künstlerisch tätig, Sie malen. Ja. Ist die Trauer, ist die Traurigkeit, sind Ihre Gefühle, die Sie in sich haben, dann auch dort in Ihre Werke eingeflossen? Das erste Bild, was ich gemalt habe, war, es war wie ein Totenkopf. Also ich war selbst fast erschrocken. Ohne jegliche Absicht, es war schwarz einfach. Das ist also auf weißem Papier mit schwarzer Acrylfarbe, ist noch ein bisschen rot dabei. Aber es war absolut keine Absicht, es ist so entstanden. Und von dieser schwarzen Farbe bin ich während dieser Zeit nicht weggekommen. Mhm. Ich habe ein schwarzes, ich habe heute noch ein paar zu Hause, ein Bild nach dem anderen, nur in schwarzer Farbe. Und das Kuriose ist dabei, oftmals entstanden dann Kreuze in den Bildern. Passiert mir zwar heute noch mit anderen. Und dann habe ich eines Tages gedacht, das kann nicht sein. Also, das muss. Und dann habe ich das einfach abgestellt, habe mit anderen Farben, also mit frischeren Farben, helleren Farben, wieder Bilder gemalt. Und das mache ich heute noch gern. Toll, dass Sie diese Form gefunden haben. Wie wichtig kann das sein, einfach auch für uns Formen zu finden, die Trauer auszudrücken? Unbedingt, ganz toll. Großartig. Die Malerei, ganz nebenbei, sehr schön. Was allen zur Verfügung steht, ist, einen Stift in die Hand zu nehmen und zu schreiben. Denn auf die Weise schaffen wir Ausdruck. Ausdruck heißt Äußerung. Wir bringen von innen etwas nach außen. Und so wie wir das Innere nach außen bringen, wird es im Inneren leichter. Und wir können das, was innen war, jetzt quasi objektiv anschauen und können auf die Weise besser damit umgehen. Mhm. Empfiehlt sich unbedingt. Ihre Bilder sind wieder bunter geworden. Ihr Leben haben Sie auch weitergelebt. Sie haben mittlerweile 7 Jahre nach dem Tod Ihrer Ehefrau auch eine neue Partnerin gefunden, die übrigens auch heute hier im Nachtcafé ist. Erstmal herzlich willkommen auch an Sie. Was verbindet Sie? Was verbindet Sie? Uns hat beiderseitigen Schicksal verbunden. Mhm. Das war mein Schicksal und auch sie hat ein Schicksal hinter sich. Wir haben auch viele ähnliche Interessen. Mhm. Das ist die Kunst, wenn sie nicht malt, aber sie fotografiert sehr gern. Auch ich tue das gern. Wir gehen gern ins Theater oder ins Konzert. So sind verschiedene Gemeinsamkeiten, die wir gemeinsam genießen. Dann wünsche ich Ihnen beiden jetzt weiterhin eine gute Zeit und dass Sie Ihre Frau in dieser Erinnerung, in dieser liebevollen Erinnerung behalten, wie Sie das sie haben. Das bleibt sie. Vielen Dank. Man muss fast jedes Mal durchatmen, finde ich. So ist es. Frau Altaras, wir sprechen mit Ihnen heute nicht nur, aber vor allem auch über Ihre Tante. Sie ist fast 102 Jahre geworden. Ist es richtig, dass sie mit fast 100 noch Auto gefahren ist? Ja, also mit 99. Mit 99. Dann hat sie sehr ungern mir ihr Auto überlassen. Ja. Wenn ich mir das so vorstelle, sie ist 99, sitzt so am Lenkrad. Manchmal auch ohne Brille, wenn sie vergessen hat. Okay. Und sie sitzen daneben. Haben Sie sich auch so Fragen gestellt wie, wie wird das sein? Werde ich so alt? Werde ich so fit sein wie Sie? Sind das Fragen, die dann auch... Ja, also im Auto habe ich erst mal gedacht, hoffentlich überleben wir es. Weil das war schon immer ein bisschen sportlich. Aber ich wollte sie nicht entmündigen. Mhm. Und ja, na klar habe ich mich das gefragt. Ich hatte ja 102 Jahre Zeit, also nicht ganz. Ja. Aber werde ich auch so alt? Will ich so alt werden? Wie macht sie das? Sie hat das wirklich toll gemacht. Mhm. Das ist ja auch ein Beispiel, also ein Vorbild auch. Und
Wie soll das aussehen? Am besten, ich organisiere es jetzt schon. Also ich habe mich viel gefragt, klar, tue ich noch. Ja, Fragen entstehen ja auch manchmal sehr früh. Frau Brauneis, Sie haben uns erzählt, welche Fragen, welche Gedanken Sie schon früh auch durch die Begegnung mit Ihrer Uroma, ja, welche da in Ihnen aufgekommen sind. Ist es richtig, dass Sie schon als Kind mal für sich überlegt haben, wer in Ihrer Familie in welcher Reihenfolge sterben wird? Ja, also ich bin ja Einzelkind. Ja. Und ich bin bei meiner Tante und meinem Onkel aufgewachsen, aber ich hatte ja auch meine Eltern. Mhm. Also habe ich mir immer überlegt, Gott, ja, am besten ich organisiere das, die Reihenfolge selber, wie die sterben sollen, damit es mir nicht so wehtut. Und das Universum hat sich ganz gut dran gehalten, außer bei meiner Tante, die ist dann gar nicht mehr gestorben. Und da habe ich gedacht, okay, so macht das Universum, dann unterrichtet es mich und sagt, misch dich mal nicht ein, ich habe die längeren Hebel. Ne? Also, aber das war eigentlich, Sie haben gerade von der Angst gesprochen, das war eigentlich auch ein Umgang mit Ängsten umzugehen oder war das auch eine Art von Humor, wie man dem Unvermeidlichen dann einfach begegnet? Beides. Beides. Ich gehe ja meinen Ängsten mit Humor entgegen. Ja. Ja. Also so. Mhm. Sie wurden ja dann auch mit dem Tod in Ihrer Familie, wie Sie sagen, in dieser Reihenfolge auch häufiger konfrontiert. Wird man da geübter im Umgang oder ist das jedes Mal anders? Also geübt? Nein, es ist jedes Mal anders, weil mein Vater war der Erste. Also erst mein Onkel, der hat es aber ganz unauffällig gemacht. Mhm. Er war auch sehr unauffälliger Typ. Also selbst im Sterben hat er das irgendwie so dezent geregelt. Mhm. Meine Tante hat ein Jahr um ihn getrauert und dann hat sie richtig losgelegt. Die war 75, also sie war so ein Typ wie Sie hier, so einfach losgelegt. Sie hatte jetzt nicht eine neue Partnerschaft, aber sie ist gereist wie näher. Mein Vater war ein bisschen dramatischer. Der hatte eine Kolonkrankheit, war aber selber Arzt, Kolonspezialist, der hat sich selbst untersucht. Und hat dann ganz fachmännisch erklärt, wie das wird. Wollen Sie so ein bisschen sagen, man stirbt ein bisschen seiner Persönlichkeit angemessen? Naja, das ist meine Erfahrung. Ja, ja. Bis jetzt. Ja. Ich hatte auch noch jüngere Leute in meinem Freundeskreis, die gestorben sind. Und das war ganz anders und anders dramatisch. Mhm. Meine Mutter war extrem dramatisch. Und da haben sie auch ein Bein amputiert. Und es war alles ganz schrecklich. Und ich weiß noch, als die Erste gefragt haben, sollen wir das andere Bein auch abnehmen? Habe ich gesagt, nein, meine Mutter ist doch kein Schnitzel. Mhm. Was jetzt so absurd klingt, aber die haben es dann auch nicht gemacht und sie ist dann noch kurz danach gestorben. Also es war hochdramatisch. Und meine Tante hat sich Zeit gelassen. Die, ich habe jedes Mal, wenn ich mich von ihr verabschiedet habe, habe ich gedacht, das ist der letzte Blick, ich sehe sie nie wieder. Und dann waren es noch mal 10 Jahre. Also, wie, beschreiben Sie mal, wie war denn Ihr Verhältnis zu Ihrer Tante? Wie eng? Sehr eng. Also wir waren uns überhaupt nicht ähnlich. Mhm. Sie würde jetzt zum Beispiel sagen, musst du immer alles allen erzählen. Und dann würde ich sagen, ja. Ja. Sie war sehr fein, sehr, sehr schön, sehr dezent, sehr zurückhaltend. Und hatte immer einen Hund und hat immer gekocht. Und wenn man einen Hund hat und kocht, überlebt man wahrscheinlich alles. In Italien, Pasta. Mhm. Also es kommt natürlich auch darauf an, was man ist. Und ich bin bei ihr eben aufgewachsen und wir haben sehr früh über den Tod gesprochen. Tatsächlich? Okay. Und wir haben auch sehr früh darüber gesprochen. Ich habe auch meine Eltern gefragt, wie möchtet ihr denn beerdigt werden? Wie sollen wir das machen? Mhm. Und sie, oh nee, nee, lass mal, wir erledigen das schon. Das haben sie ja auch, sind ja schnell gestorben. Und meine Tante wiederum hat gesagt, sie möchte beerdigt werden und sie möchte verbrannt werden und die Asche ins Meer und am See und alles. Und dann habe ich gesagt, das widerspricht sich ein bisschen. Kannst du dich nicht entscheiden? Mhm. Und sie sagt, ich bin jetzt müde, ich möchte nicht mehr. Mhm. Also sie war übervorsorglich, hat sich aber letzten Endes nicht ganz festgelegt. Aber ich höre so raus, sie hat das Leben fast ihr ganzes Leben genossen, oder? Mit hoher Lebensqualität. Nun gut, sie hat den Holocaust überlebt. Ja. Und das war ein schwerer Einschnitt. Ja. Und danach war das Leben nicht mehr wie davor. Das heißt, diese Bürde hatte sie zu tragen. Mhm. Und es war eine Entscheidung zu leben. Und eine Entscheidung, resilient zu sein. Ich glaube, sie hätte auch sagen können, ich gebe auf, ich hänge mich auf. Mhm. Und im Gegenteil, sie hat gesagt, jetzt werde ich besonders schön. So ist sie auch gelungen. Und das hat sie weitergetragen? Ich denke, ja. Auch ins hohe Alter getragen? Nein, die Hunde. Und sie mochte mich sehr gerne. Mhm. Und ich bin in eine Krise geraten. Und das hat sie noch mal aufgelebt, mir zu helfen. Also ich glaube, sie wäre früher gestorben, wenn sie nicht hätte sagen müssen, kämm dir mal die Haare,
zieh dich mal anständig an, iss mal ein bisschen Farfalle. Also dann wäre sie, glaube ich, früher gestorben. Mhm. Ich finde, wenn alte Leute Aufgaben haben, wenn man sie mitten ins Leben nimmt, das ist gut. Also in Italien ist es ja viel mehr so. Und ich weiß nicht, in Deutschland werden sie alle abgeschoben. Erst werden sie alle in Beige angezogen, dann haben alle graue Haare und dann sieht man sie gar nicht mehr. Erleben Sie das auch so, dass wir eigentlich sagen, ab einem bestimmten Alter ist Vorbereitung auf den Tod und raus aus dem Leben, aus dem Beruf, aus der Familie, wird es oft so gehandhabt? Viele handhaben das gar nicht so, weil sie vom Tod nichts wissen wollen. Mhm. Und dann gibt es keine Vorbereitung. Und dann gibt es keine Auseinandersetzung bis zu allerletzt. Die Hinterbliebenen dürfen sich dann noch überlegen, und was machen wir jetzt? Wie sollen wir umgehen damit? Welche Art von Abschiedsfeier oder keine Abschiedsfeier? Das ist gemein gegenüber den Hinterbliebenen. Die sollten schon wissen. Aber da haben Sie sicherlich recht. Wenn ein Mensch Sinn in seinem Leben sieht, dann kann er älter und älter werden. Denn das gibt Kraft. Und das war eben zum Beispiel der Sinn, ihnen zu helfen. Sinn ist immer in Beziehung, und das war offenbar eine starke Beziehung. Und dann noch die Beziehung zu den Hunden. Ja, in Verbindung zu treten, glaube ich, ist für mich so ein Schlüssel. Sie wusste ja auch. Ich glaube, sie hat geahnt, ich habe ja Bücher geschrieben, und sie ahnte, ich schreibe über sie. Sie wollte es aber dann schon nicht mehr wissen, was für mich ganz gut war. Weil das weiß ich nicht, ob das so gut gewesen wäre. Weil ich habe über sie gedacht, sie über mich. Also ja. Aber sie hat den Sinn. Sie hat sich einen Sinn gesucht. Mhm. Sie hat sehr lange gebraucht. Sie hat sich schwer getan zu sterben. Weil, was glauben Sie, warum? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Mhm. Ich habe die letzten 2 Jahre gedacht, nun komm, Mädchen. Mhm. Ich habe auch immer gesagt, andiamo, Zieta, los, Tantchen. Mhm. Mein Sohn hat sich das auch auf den Arm tätowiert. Das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber nun gut. Andiamo, Zieta heißt los, Tantchen. Ja. Ich glaube, dieser Holocaust, der hat diese große Trauer. Die wollte irgendwie eine Entschuldigung von der Welt. Und am Ende, glaube ich, hat sie sich aber bei Gott, also sie hat Gott entschuldigt und hat zu Gott gesagt, na gut, komm, ich verzeih dir. Und dann konnte sie gehen. Ich glaube, es war umgekehrt. Glaube ich. Wie war Ihr Abschied? Haben Sie sich verabschieden können? Ja, sie hat ähnlich, also ich war in dem Moment übrigens nicht im Zimmer. Bei keinem, nicht bei meiner Mutter, nicht bei meinem Vater, nicht bei meiner Tante. Ich war gerade eine halbe Stunde raus. Das kommt so häufig vor. Aber ich hätte sie auch wahrscheinlich nicht gehen lassen. Ich hätte durchgeredet. Da hätte sie gar nicht. Sie hätte ja gar nicht atmen können. Also ausatmen. Ich war draußen. Sie sagen, das kommt häufig vor? Dass man erst, dass Menschen dann gehen, wenn keiner da ist, weil sie dann leichter. Genau. Wir wissen es nicht, aber offenbar wollen Menschen das allein mit sich ausmachen und wollen nicht, dass andere ihnen dabei zugucken. Mhm. Es gibt natürlich das Gegenteil auch, aber alle, die mit Sterbenden Umgang haben, kennen das Phänomen. Also, und dann kommen die Schuldgefühle derer, die eben gerade in dem Moment nicht da waren. Ja, das hatte ich gar nicht so doll, weil ich bin ja sehr viel, also sie lebt in Italien und es war die Pandemiezeit. Also das ist auch das, was ich in diesem Buch beschreibe. Ich konnte ja nicht hin, also habe ich geschrieben oder mit ihr telefoniert. Das war schrecklich, weil sie hat überhaupt nicht verstanden, wie die Schuhgeschäfte sind zu. Das war das Allerschlimmste. Also dass ich nicht kommen konnte und dass die Schuhgeschäfte zu sind. Wie soll man einem Menschen erklären, der in einem Heim sitzt und reingegangen ist, weil sie hingefallen ist in einem Krankenhaus vor der Pandemie und dann nicht mehr raus darf? Und das war so entsetzlich. Und das war wirklich bitter. Aber dass ich in dem Moment draußen war, war nicht schlimm. Sie hat mich angeschaut, sie hat meine Hand gedrückt. Und dann hat sie sich noch so gewälzt. Sich extrem gewälzt. Und ist sie gegangen. Ich glaube übrigens auch, dass ich sie alle treffe. Ich habe eine starke Verbindung zu all diesen Toten. Sie hinterlassen ja auch erstmal was. Sie haben beschrieben, wie sie bei Ihnen waren, wenn Sie gehen. Und wir haben jetzt darüber geredet, was dann danach passiert. Ob es vielleicht so etwas wie einen Übergang gibt, wie Sie es beschrieben haben. Aber da bleiben ja auch noch gegenständliche Dinge von den Menschen. Ich glaube, viele haben das hier auch schon erlebt. Das sind Erinnerungen. Und jeder, der auf Sie folgt, fragt sich ja, was mache ich damit? Wie war das bei Ihnen? Also meine Tante hat 102 Jahre nichts weggeworfen. Okay. Und hätte ich das Buch jetzt geschrieben, wo ich die Wohnung ausgeräumt habe, wäre es nicht so nett ausgefallen. Also das war schon eine echte Überforderung. Und bei meinen Eltern auch.
Ja. Also Gott sei Dank ist es eine Überforderung, weil dann wirft man auch irgendwann mal weg. Am Anfang ist man ja sentimental und fasst jeden Brief an und ach und die Worte und so und riecht an jedem Pullover und irgendwann denkst du dir, 120 Kaschmir-Twinsets, bin ich irre? Mhm. Und dann habe ich angefangen zu verteilen, der Caritas, den Kirchen, den Gemeinden, den ich weiß nicht was, Freunden. Also es war uferlos. Mhm. Haben Sie auch durch die Dinge, die Sie da gefunden und gesehen haben, noch mal neue Einblicke auch in das Leben, in das lange Leben Ihrer Tante bekommen? Ja, also es ist interessant, dass in den Schränken, die abgeschlossen waren, wo man den Schlüssel lange suchen musste, die absurdesten Dinge drin waren. Also man denkt ja, wow, was wird da drin sein? In einem war eine Kiste mit dem Namen vom Hund und da war die Asche. Aber es war nicht so, der Hund war so groß und es war so viel Asche. Und da habe ich mich gefragt, wer ist da noch dabei? Also. Ja, berechtigte Frage. Ja, oder meine Mutter zum Beispiel, die hatte ganz viele Anzünder, weil sie war eine Raucherin, die hätte also mehrere Jahrhunderte noch leben können, so viel Anzünder hatte sie. Also was ein Mensch sammelt, was ihm wichtig ist, das ist schon irre. Aber ich bin diesen Sommer einfach eingetaucht. Ich habe mir einfach gesagt, lasset jede Hoffnung fahren und habe einfach ausgeräumt. Und ich finde es gut, es gründlich zu machen alles. Jemanden gründlich zu begleiten und gründlich auszuräumen, weil das ist das Mindeste, was ich machen kann. Was hat das Ganze mit Ihnen gemacht? Ich glaube, wir, wenn wir älter werden und wir merken, die Älteren in der Familie gehen, dann rücken wir ja in der Altershierarchie weiter nach oben. Und es gibt irgendwann dann nicht mehr viele, die älter sind. Verändert das auch oder hat das auch Ihre Einstellung zum Tod und auch die Perspektive auf Ihr Leben verändert? Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich denke viel mehr über das Leben nach und über das Glücklichsein. Ja. Ich habe ausgemistet bei mir. Das rate ich übrigens schon mal jedem, weil meine Söhne werden das sicherlich nicht tun. Ich habe ein anderes Verhältnis zum Dasein, Jetztsein. Also das als Glück zu empfinden und als Glück, dass wir gerade hier sitzen und nicht im Krieg. Nun muss man ja sagen, wenn Sie das ansprechen, die Bilder, ja. Wenn Sie das schon ansprechen, die Bilder aus Israel bewegen uns ja alle. Sie stammen aus einer jüdischen Familie, leben in Deutschland. Wie nah ist Ihnen das, was sich ja aktuell in Israel ereignet? Sehr nah. Also es setzt mir sehr zu. Ich bin sehr deprimiert. Aber ich würde mal sagen, das sind wir alle. Das ist nicht nur ein jüdisches Thema. Also klar ist es unterirdisch, dass es Antisemitismus jetzt hochsteigt. Aber das ist nicht mein Problem. Ich finde, das ist ein Thema, was wir alle jetzt haben, diese Kriege. Und ich fühle sehr viel Anteilnahme und ich möchte das Positive bestärken, nämlich, dass es so viel Anteilnahme gibt. Und natürlich gibt es Idioten, die Antisemiten sind. Aber das, was in Israel passiert ist und auch in Palästina, das ist wirklich für mich extrem deprimierend und macht mir wirklich große Sorgen. Das verstehen wir. Das verstehen wir natürlich alle. Wenn Sie sagen, Sie haben in diesen Zeiten, in diesen auch von solchen Katastrophen und Krisen und Kriegen geprägten Zeiten auch gemerkt, dass Sie über das Leben nachdenken. Was sind denn da die Dinge, die Ihnen heute im Leben vielleicht noch wichtiger sind als früher? Also früher, ich bin ja auch so jemand, ich möchte keine Tanzparty versäumen. Und jetzt, weil ich tanze wahnsinnig gerne. Und jetzt merke ich, es gibt aber zwischen nichts erleben und Tanzparty so viel zu erleben, dass die kleinen Sachen zu genießen, Freundschaften zu schätzen, das ist irgendwie noch stärker geworden. Sie haben zwei Söhne? Ich habe zwei Söhne, die sind sehr, sehr toll, sehr, sehr anstrengend. Ich weiß gar nicht, warum. Und überlegen Sie sich auch, was Sie irgendwann, Sie haben das Sammeln angesprochen und das, was Ihre Tante Ihnen hinterlassen hat und auch Ihre Eltern Ihnen hinterlassen. Überlegen Sie manchmal, was Sie Ihren Söhnen mal hinterlassen? Ja, sehr. Ja? Also ich frage mich natürlich, in welcher Tradition wir stehen. Also Sie haben beide sehr viel Humor. Und das war das Wichtigste für mich, dass Sie das haben. Und Sie haben Talent. Das sind schon mal zwei gute Sachen. Und dann werden Sie natürlich auch viele Kaschmir-Twinsets erben. Ja, das ist ja schon mal gut.
Und wenn Sie jetzt sagen, Sie schauen nach vorne, ich habe ja gesagt, Sie sind erfolgreiche Schauspielerin, Regisseurin, Autorin. Nochmal, was ist Ihnen im Leben wichtig? Ist es dann die Zeit mit den Menschen? Ist es, auf jeden Fall. Ja, das ist das, was also bleibt? Ja, ich nerve meine Söhne, dass ich sie mehr sehen will. Mhm. Seitdem auch meine Tante gestorben ist und ich wirklich ganz weit vorne in der Reihe bin. Ich will sie mehr sehen, ich will mit ihnen nach Italien fahren. Ich möchte gerne, dass sie dieses Italien übernehmen von der Tante, dass sie wissen, wie toll, was für ein tolles Land das ist, was für eine tolle Sprache. Und das machen sie ja auch. Ganz, ganz vielen Dank dafür, dass Sie heute hier sind. Danke. Vielen Dank, Frau Alterer. Wenn wir über das Thema reden, wie wir dem Tod begegnen, dann ist es auch sehr, sehr interessant, mit jemandem zu sprechen, der dem Tod schon mal sehr nah war und sich zu fragen, welche Auswirkungen das auf das weitere Leben hatte. Herr Irren, Sie haben nach einem Unfall eine Nahtoderfahrung gemacht. Aber sagen Sie zunächst mal, waren Sie vorher jemand, der, wir haben es heute schon besprochen, den Tod lieber weggedrängt hat, nicht so drüber nachgedacht hat? Oder war das vorher schon häufiger mal ein Thema für Sie? Nee, der war so weit weg, wie er nur sein kann. Mhm. Ich war Anfang 20, Mitte 20 und es ging um die nächste Party, es ging um den nächsten Urlaub. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben, ging es mir finanziell gut, also ich bin in armen Verhältnissen aufgewachsen und es war aus der damaligen Sicht die schönste Zeit meines Lebens, weil ja, sehr auf mich bezogen, also ich war der Mittelpunkt meines Lebens und da war der Tod wirklich ganz, ganz weit weg. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt auch noch niemanden verloren, der mir sehr, sehr nahe stand. Und deshalb war ich noch nie in dem Kontakt. Also ich wusste, der Tod war immer was sehr Schwarzes, was Dunkles. Und klar, das bekommt man natürlich immer mit. Und plötzlich ja, war ich so nah dran wie kaum jemand. Dann kam der Tag, der alles verändert hat. Wenn Sie uns den Tag noch mal beschreiben, was war das für ein Tag? Jahreszeit, damit wir uns so ein bisschen reindenken können? Ich habe damals schon in Stuttgart gewohnt und meine Familie, also meine Eltern, meine Schwester in Kehl am Rhein. Und ich bin damals dann, habe sie besucht mit meiner damaligen Freundin und bin dann nachmittags am 14. Juli 2009 wieder zurückgefahren nach Stuttgart. Es war ein sehr, sehr sonniger, schöner Tag. Musik lief, die Fenster waren auf. Es war keine 5 Kilometer von hier entfernt tatsächlich, auf der Höhe zwischen, auf der Autobahn, auf der A5, in Höhe Baden-Baden, Mühl, Baden-Baden. Ich muss kurz abgelenkt gewesen sein, ich weiß nicht, was ich getan habe. Ich habe mich nach rechts gebeugt, entweder habe ich am Radio rumgespielt oder etwas aufgehoben. Ich weiß nur, in irgendeiner Interaktion mit rechts, mein Blick führt übers Armaturenbrett und der LKW stand da. Also der LKW hat auch schon das Stauende übersehen und schon eine Vollbremsung hingelegt. Und ich habe wirklich nur, es waren 2-3 Sekunden. Also ich weiß noch, hier und da und zack. Also es war... Also Sie konnten gar nicht mehr reagieren oder haben Sie... Die Bremsspur war, glaube ich, 6 Meter, ja. 6, 7 Meter, also kaum. Wir sehen das Auto hier gerade. Und, genau, ja. Und Sie haben gesagt, Ihre Freundin war mit drin? Genau, genau. Was ist dann passiert? Was waren Ihre ersten Blicke? Was ist ihr auch passiert? Also erstmal habe ich viel Blut gesehen an mir. Ich habe zu ihr rübergeschaut und habe bei ihr an ihr gesehen, dass es ihr gut ging. Sie hat sich damals nur den Arm gebrochen. Ich muss im letzten Moment etwas nach rechts gelenkt haben, dass die Seite von mir unter den LKW gerutscht ist und sie noch die Tür öffnen konnte. Das heißt, sie konnte selbstständig das Auto verlassen. Ich habe dann auch gesagt, sie soll sofort raus hinter die Leitplanke. Das hat sie dann auch gemacht. Und dann habe ich an mir runtergeschaut. Ich habe Sport studiert, deswegen kannte mich ein bisschen aus mit Anatomie und mit Muskeln und mit den Knochen. Ich habe erstmal überall geschaut, ob alles gut geht. Und dann dachte ich, okay, ich habe ziemlich Schmerzen auf der Brust, aber Beine sind okay, Arme sind okay. Es ist nicht so schlimm, habe ich noch gedacht. Das haben Sie gedacht? Genau, okay. Genau. Also zu dem Zeitpunkt ging es mir auch sehr, sehr gut. Ich habe an das Auto gedacht, das meiner Freundin gehört hat. Und ich dachte so, Mist, wie soll ich das den Eltern jetzt? Das ist alles so komisch, es gibt Ärger. Und also an solche sehr, sehr banalen Dinge habe ich noch gedacht. Und dann weiß ich noch, dass ich den Helikopter gehört habe. Und dann dachte ich aber immer noch nicht, dass es schlimm ist. Also zumindest was mich angeht. Ich dachte dann, ich habe eine Massenkarambolage ausgelöst oder jemand muss da wegen mir ausweichen und dem geht es jetzt so schlecht, dass der Helikopter kommt. Und es war so, oh Gott, und dann ging es mir schlecht. Also dann ging es mir moralisch schlecht, nicht körperlich, nicht physisch.
Und ja, das war sehr dramatisch dann. Ich dachte so, was hast du getan? Und wann haben Sie dann gemerkt, es geht jetzt gar nicht um die anderen, sondern es geht hier um mich? Als man mich rausgeschnitten hat, als ich auf der Trage lag und mich dann in den Helikopter geschoben hat. Haben Sie auch an den Blicken gesehen, dass es ernst war, der anderen? Ja, genau. Aber Sie waren immer die ganze Zeit bei vollem Bewusstsein? Ja, also ich habe alles so mitbekommen, wie wir hier sitzen. Also es war alles sehr, sehr klar. Welche Verletzungen hatten Sie denn? Das Schlimmste, neben ganz vielen offenen Wunden, die banal waren, also nicht der Rede wert, habe ich mir 4 Rippen gebrochen. Die eine ist durch die Aorta gestochen, also direkt am Herzen. Also das überleben ganz, ganz wenige. Ich hatte sehr, sehr viel Glück, dass die Verletzung, das Herz weiterarbeiten konnte. Es war wirklich direkt am Herzen eben. Normalerweise passiert dann ein Schlitz eben und man verblutet sehr schnell. Also es geht dann ein paar Sekunden, aber das Herz konnte weiterarbeiten. Und das hat mir das Leben gerettet. Also ich war auch in einem sehr guten Zustand, also körperlich. Ja. Und ja. Sie sind dann in den Helikopter rein. Hatten Sie Schmerzen? Ich habe schwer Luft bekommen durch die Rippenbrüche, durch die 4 Rippenbrüche. Die habe ich gespürt. Also ich habe gewusst, irgendwas stimmt in meinem Brustkorb nicht. Das habe ich wirklich, das habe ich gemerkt. Ich habe dann, also in dem Moment, als man mich in den Helikopter reingeschoben hat, da wurde es bei mir ernster. Also da habe ich auch gemerkt, so okay, was passiert hier gerade? Also irgendwas stimmt hier nicht. Also es war das erste Mal, dass ich gedacht habe, es ist eine ziemlich ernste Situation. Und wenige Minuten später ging dann auch schon die Vorstufe zu diesem Nahtoderlebnis. Hat schon begonnen. Ich habe dann gemerkt, dass es dramatisch wurde. Also ich habe gemerkt, wie mir die Energie langsam aus den Fingerkuppen entglitten ist. Also das Gefühl fühle ich noch genau. Und es wurde dann immer mehr. Ich habe dann gemerkt, so die Hand. Okay, was passiert hier gerade? Und dann kam zum ersten Mal der Satz, der ganz bewusst in meinem Gehirn stand plötzlich, also wie ganz groß, in großen Lettern, ey, du stirbst jetzt. Also Sie dachten, das war's? Ja, genau. Also da kam zum ersten Mal, du stirbst jetzt, und das ging dann eine Minute. Das war dann immer so wie in der Dauerschleife, du stirbst jetzt. Ey, warte mal, das ist nicht irgendwann, du stirbst gerade. Warte mal, das kann doch nicht sein. Der Tod ist doch, ich bin doch, hä? Nein, du stirbst jetzt. Du stirbst jetzt? Ey, warte mal, und dann wurde es immer schlimmer und ich habe keine Luft mehr bekommen und es war immer, und von einer Sekunde auf die andere, von diesem allerschlimmsten Gefühl, was man sich vorstellen kann, von dieser absoluten Stresssituation, von diesem, ich habe dann verbrannte Haut gerochen und ich habe also keine Luft bekommen, mir lief das Blut runter, vermischt mit Schweiß und Tränen. Auch Angst? Und Angst, panische Angst natürlich. Und von einer Sekunde auf die andere war es dann von dem allerschlimmsten Gefühl zu dem allerschönsten. Also es war dann auf einmal, bin ich aus dieser Szenerie rausgekommen und es war eine Erleichterung, es war das Schönste, was ich je erlebt habe. Und ich dachte so, ich habe plötzlich keine Schmerzen mehr gehabt. Ich habe plötzlich nicht mal diesen Muskeltonus, den wir gerade spüren, die Atmung, das Herz-Kreislauf-System, wie wir hier sitzen, das ist ja alles sehr, sehr anstrengend. Ich habe plötzlich so einen 20-Kilo-Rucksack abgelegt, den ich mein ganzes Leben lang auf dem Rücken hatte. Und plötzlich dachte ich so, warte mal kurz, so, das ist der Tod? So, okay. Und dann dachte ich so, ey, was passiert, was ist mit den Leuten los, was ist mit der Gesellschaft los? Da habe ich mir solche Fragen gestellt und das ist doch wunderschön. So, was, wieso hatte ich Angst davor? Es ist doch das Schönste, was man erleben kann. Und so ging es tatsächlich so ein paar Sekunden, 10, 20, 30, 40 Sekunden, wo ich das immer mehr genießen konnte auch. Ich weiß nur, dass ich von dieser Szenerie wie eine Wolke weggeglitten bin. Und es war so richtig wie nach Hause kommen, wie heimkommen. Also Sie hatten schon das Gefühl, auch außerhalb des Körpers zu sein? Ja, ja, komplett. Also ich war von dieser Szenerie weg. Ich bin da immer weiter weggekommen. Es war immer richtiger, es hat sich immer besser angefühlt. Es war immer schöner und immer angenehmer. Und plötzlich war ich dann wieder dort. Und es war dann so. Und plötzlich lag. Und dann war ich wieder dort. Und ich dachte, nein, jetzt erlebst du es schon wieder. Jetzt bin ich wieder hier. Und Und dann bin ich irgendwann im Krankenhaus aufgewacht. Vielleicht war das gegen Ihren damaligen Wunsch. Wir freuen uns aber, dass Sie hier sind. Um das mal sagen zu wollen. Jetzt fragt man sich natürlich. Wo waren Sie da, als Sie wieder zu sich gekommen sind? Auf der Intensivstation. Auf der Intensivstation. Ja, ja. Jetzt, wenn man sowas erlebt, dann denkt man vielleicht, das ist so ein Erlebnis, vielleicht verändert man da seinen Blick auf die Welt von einer Sekunde und von einem Moment auf den anderen. War das so oder hat Sie der Alltag dann doch relativ schnell wieder eingeholt?
Also klar, man denkt sich natürlich im ersten Moment, alles verändert sich und alles. Es verging lange Zeit, bis ich mich mal wieder richtig aufgeregt habe. Also ich war tatsächlich so in mir stimmig. Ich habe das Schlimmste gesehen, beziehungsweise auch das Schönste erlebt, was man erleben kann, diese zwei Dinge, was für mich jetzt noch irgendwie beeindrucken. Es hat ganz lange gedauert, bis ich mich über den Stau wieder aufgeregt habe. Ich war die Ruhe weg. Also ich war ein sehr entspannter Typ und ich wusste, dass ich jetzt eine Aufgabe habe und dass ich diese nutzen muss. Ich habe mich ganz lange gefragt eben, was wäre passiert, wenn du jetzt gegangen wärst? So, wo war denn dein Fußabdruck? So, was hast du hinterlassen? Und das hat mich vor allem im Krankenhaus lange beschäftigt. Sie sind dann mit Freunden irgendwann in den Balkan gefahren. War das eine spontane Idee oder war das geplant damals? Also nach dem Unfall habe ich vieles anders gesehen. Also es war nicht mehr dieses Ding, ich muss jetzt noch ein schöneres Auto haben, ich muss jetzt noch mehr beweisen, wer ich bin, ich muss jetzt noch mehr dem Geld hinterherrennen, der Urlaub muss jetzt noch besser werden. Ich habe irgendwie mehr Liebe in mir gespürt. So, es war irgendwie mehr, also ich war mit mir selbst im Reinen und also ich war nicht mehr in diesem Hamsterrad gefangen. Es muss jetzt noch extremer, noch, also das hatte ich ganz extrem in meiner Jugend oder als ich jünger war. Und so hat es angefangen. Ich habe mich ein bisschen über den Tellerrand mehr hinüber geschaut. Und dann habe ich angefangen, mich humanitär zu engagieren. Und mein erster Hilfseinsatz hat dann viel mit mir gemacht, weil plötzlich habe ich einer hungernden Familie was zu essen gegeben. Plötzlich habe ich nach frierenden Kindern eine Decke über die Schultern geworfen. Und habe dann gemerkt, das ist genau das, wofür ich eigentlich da bin und wofür ich vielleicht auch überlebt habe. Also Sie haben dann auch eine Hilfsorganisation gegründet, Stuttgart Helps. Genau. Ja, war das sozusagen Ihre Berufung? Haben Sie das? Ist es das, was Sie sagen? Genau, ja. Ja? Also auch dieses, was dieser Unfall, und ich bezeichne ihn als schönsten Tag meines Lebens, weil er tatsächlich viel verändert hat, aber auch mir gezeigt hat, dass ich keine Angst vor dem Tod haben muss. Und es war die entscheidendste Erfahrung, die ich dadurch gelernt habe, nämlich, oder beziehungsweise ist es wie eine Fähigkeit. Man könnte es sagen, dass ein Fußballprofi, der ein Talent hat, Fußball zu spielen, der sollte Fußballprofi sein. Und mir wurde, Talent ist das falsche Wort dafür, mir wurde die Gabe geschenkt oder das Wissen geschenkt, dass ich keine Angst vor dem Tod haben muss. Und deswegen glaube ich, dass ich völlig fehl am Platz, wenn ich jetzt irgendwo am Schreibtisch sitzen würde, sondern in Krisen- und Kriegsregionen, wo andere tatsächlich große Angst haben, reinzugehen oder hinzufliegen oder hinzufahren, dass ich dort entspannt reingehen kann, weil ich eben keine Angst habe zu sterben. Und deshalb, und ich weiß, wie es den Leuten dort geht, die leiden dort. Und deshalb glaube ich, dass ich, ich war im letzten halben Jahr in Syrien, in Afghanistan. Ich bin nächste Woche, in 4 Tagen bin ich wieder in Afghanistan. Ich bin aus der Ukraine unterwegs, wo wir Leute evakuieren. Und ich versuche eben dieses Geschenk, was man mir gegeben hat, was das Leben mir geschenkt hat, zu nutzen. Also die, ja. Gab es auch Situationen, wenn Sie wiederum mit dem Tod konfrontiert sind, wenn Sie mit Leid konfrontiert sind, die Sie auch mal überfordert haben? Klar. Also einer der schlimmsten Dinge war das Erdbeben in der Türkei. Ich war da 2 Wochen unterwegs, habe selber im Auto geschlafen und das war der Wahnsinn. Also vor allem die Anzahl der toten Menschen und also die toten Menschen mit dem toten Menschen an sich habe ich seit der Nahtoderfahrung auch weniger Probleme. Aber ich habe mit dem Problem mit den Zurückgebliebenen, also mit den Hinterbliebenen, das ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Also vor allem diese ganzen toten Kinder im Erdbebengebiet. Ich habe alleine über 100 Kinder, tote Kinder aus den Trümmern gezogen bestimmt in dieser Zeit. Und also Menschen aus den Trümmern gezogen, teilweise den Eltern in die Arme gelegt. Und das war natürlich sehr, sehr schlimm. Dennoch weiß ich, was für einen positiven Impact das eben hat. Und deswegen, Man muss dazu sagen, danke auch für Ihren Einsatz. Die Hilfsorganisationen und Sie haben dafür auch das Bundesverdienstkreuz erhalten. Danke dafür danke dafür, dass Sie die Geschichte, die Sie erlebt haben, die besondere Geschichte auch mit uns geteilt haben. Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Ehren. Wir wissen,
Der Tod kann auch hässlich und schwer sein. Ich glaube, da müssen wir uns alle nichts vormachen, trotz Palliativmedizin und so. Sie haben auch angedeutet, wie unterschiedlich Menschen sterben können. Trotzdem sagen Sie, es hilft uns mit Blick auf das eigene Ende, den Tod als Freund zu sehen. Wie meinen Sie das? Das stammt von Mozart. Vor seinem Tod, Wochen vor seinem Tod, soll er gesagt haben, er sieht den Tod als Freund. Wir können den Tod als Feind sehen. Interessiert das den Tod? Das macht was mit uns, wenn wir ihn als Feind sehen. Denn dann sterben wir unversöhnt. Also insofern spräche das eher dafür, eine andere Haltung gegenüber dem Tod einzunehmen. Das liegt an uns, welche Haltung wir. Das ist sicherlich bei vielen von Kindheit an oder von ihrer Verfasstheit her bestimmt, welche Haltung sie einnehmen. Ich möchte sie wählen, diese Haltung, und möchte mich einüben in diese Haltung. Und da scheint es mir so zu sein, dass den Tod als Freund zu sehen eine gute Idee ist. Wie wir dem Tod begegnen, vielen Dank an Sie, Herr Schmidt. Vielen Dank an all unsere Gäste. Also auch hier, danke, danke. Ja, jetzt kann der Applaus kommen. Wir sehen uns wieder in einer Woche, dann noch einmal mit dem Thema Dialekt, angesagt oder peinlich. Hier geht's weiter mit der guten Unterhaltung. Bis bald, bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Nochmal danke. Tschüss. Danke.